Wie gesagt, fast jedes Level in dem Spiel bisher. Ach, Brady, kleiner Troll. Leute, redet mal über Themen, bei denen ich mitreden kann. Das interessiert mich alles gar nicht. Clavespot und so weiter. Glückwunsch, hast du Cube geschafft. War das nicht diese Horrorfilmreihe? Ich meine schon. Ich erinnere mich da an eine Szene mit Lasern. Okay, let's go, Brady. Durch den Vulkan. Mhm. Dann gehen wir mal. Ich muss durch den Vulkan. Hallöchen, Warpes Minor. Was geht? Yeah, zack, zack. Einfach weg hier, schlitzt hier. Oh, kriege ich hier Magic wieder. Oh, es ist so ein Level. Von Anfang an schon dieses Mal. Wir reden über Luchadore! Oh yeah. Es gibt sicher ein Waifu-James-Bond-Anime-Mädchen. Würde mich nicht mal wundern. Es gibt von alles eine Anime-Version. Ich glaube, ich kann trotzdem langsam machen hier. I guess. Oder muss ich schnell sein? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin tot. Okay, das bringt nichts. Einfach ihn zu überholen. Weiß wirklich nicht, ob ich hier schnell machen muss oder nicht. Sieht gerade nicht so aus. Fuck. Dennis ist schon kawaii. Dennis ist alles, was positiv ist. Nein, nach oben. Mein einziger Albtraum. Wenn du nicht exakt nach oben drückst, dann schießt er in eine Richtung und nicht nach oben. Mein einziger Albtraum an dem Spiel. Es geht wieder los, Leute. So, werde ich jetzt ganz langsam. So. Okay, I see. Am schnellsten sein muss ich trotzdem nicht, anscheinend. Nichts, Dennis, wir haben dich einfach nur gelobt. Oh, und es ist wieder. Ist es immer, wird es jetzt immer oben sein? Ich hoffe nicht. Gar nicht knapp. Darf man nicht so viele Gegner auslassen. Die bringen immerhin 5. 5 Looms. 5 Looms. Und ich brauche sie alle. Wow, shit. Close. Close. Wir haben sehr viele Speed-Level jetzt hier irgendwie. Bisher im heutigen Stream. Und ich muss sagen, das gefällt mir. Das klang gerade so, als wäre da einer. Shit. Jetzt hätte da gerade einer um Hilfe gerufen. Oh. Oh, mega lull. Genau. Oder ist das... Ist er das? Nee, das ist er. Okay, never mind. Der Troll hier. Na, bringst du mich nach oben? Leute. Natürlich, Dann hoffen wir mal, dass die Königin ist jetzt. Achso. Oh. Ach, cool. Ich geh schon mal auf die andere Seite. Oh nein, falsch. Falsch gedreht. Yay. Ist die Königin. Nice. Da trollt sich der Sui einfach selbst. Ja, ne? Kann ich ganz gut, offensichtlich. Ich wollte über irgendwas eben reden und hab's dann vergessen, Leute. Wahnsinn, oder?
Ach ja, genau. Ich wollte über die 5 reden. Wie würdet ihr das schreiben, Leute? Ist da oben was? Anscheinend nicht. Ich meine, die 5 ist eine besondere Zahl. Dum, 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 dum. Oh shit. Ah, habe ich immer noch alle von den Kleinen? Nice, tatsächlich. Warum ist der da hinten? Flatter, flatter, flatter. Da kann ich landen. Tatsache. 5. Auf jeden Fall ist es irgendwie immer ein P drin. 5 ist nicht die korrekte Schreibweise, richtig. Es geht ja nicht, es geht ja nicht um 5, Leute. Es geht nicht um 5, sondern es geht um 5. Oh shit. Mit FH hinten finde ich auch gut. PFH. Das buffert. Alter, was kann man da nur machen? Als würde der Streamer dazu irgendwas tun können, wie zum Beispiel einfach die Bitrate runterstellen. Wie kann er das nur wagen? Oh nein, was tun wir dann nur in so einem Fall? Ich weiß es doch nicht. Hätten wir nur eine F5-Taste, damit der Streamer seine Bitrate anpassen kann. Mist. Fünf. Genau, wir haben eine F. Fünf. Fünf. Taste. Genfi, 24 Jahre Treue, Dankeschön. Ach man, keine F5-Taste, feels bad, Kornjan. Für kleine Dudes habe ich denn eigentlich schon gerettet. 3. Kiwi Talk, 14 Jahre Treue, Dankeschön. Na Leute, seid ihr wieder da? Dum, 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 dum. Drücke F und 5 gleichzeitig, aber nichts passiert. Fuck! So Leute, wenn ihr wieder da seid, dann schreibt doch alle mal 5 in den Chat, bitte. Link the Angel, 13 Jahre Treue, holy shit! Dankeschön. Irgendwie vor, das Level ist ja doch auf Zeit. Henry Mustache, danke dir für deinen Sub. Willkommen bei den Glücksnilsen. Dankeschön. Was ist der Name von irgendeinem Rapper, Alter Ego? Jetzt, wo ich es gerade so höre. Kann das sein? Oder verwechsel ich das gerade? 5. Okay, da sind die 5, das heißt, wir sind wieder da. Hm, da oben wird doch wohl kein U sein. Natürlich wird da oben ein U sein. Bom. Einfach durchbrezeln, Leute. Dum, 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 dum. Oh shit. Das wäre beinahe ins Auge gegangen. So, König hier rettet. Gib mir den Knutscher, gib mir das Herz. Ich danke dir. Ja. Oh shit. Jetzt werde ich aber verfolgt da hinten. Ich werde verfolgt? Fuck. Hallo Chai-like. Nas Knet. So. Machen wir jetzt so ein bisschen Druck. Achso, das bringt mich da hoch. I see. Bong.
der Damage-Boost, Leute. Like intended. Oh, shit. Alter, wenn ich den da nicht retten würde, dann versinkt er quasi in der Lava. Überlegt euch das mal. Voll der Mindfuck so. Mind gleich blown. Hallo, ich will das da haben. Dankeschön. Oh, shit. Boah. Da hat die mich voll nach unten gebrezelt, die Lava. Nein, schon wieder. Oh Gott. Not like this. Dum, dum, dum. So, vorsichtig aber mitnehmen. Habe ich noch alle eigentlich? Gar nicht aufgepasst gerade. Ja, habe ich noch. Alles gut. Was wird passieren, wenn ich das runterhiefe? Oh, krass. War gar nicht so schlau gerade, oder? Möchte ich meinen. Das passiert, wenn man zu viel W drückt. Beziehungsweise die Renntaste da. Super. Oh Mann! Diese scheiß Suppe da. Das war gar nicht knapp. Jeder, der was anderes sagt, lügt. So. Genau drunter. So betrifft mich immer. Der eine Typ, der hat einfach die Zeit seines Lebens. Und lacht sich einfach schäbig. Und jetzt ohne Rennentaste. Dann springe ich auch nicht so weit. Aha. Voll clever, wa? Und unten ist noch so ein Typ. Oh, die 600 haben wir easy voll schon mal. Sehr nice. Sind aber so viele Gegner hier gewesen, die man klatschen konnte. Und es fehlen nur noch zwei. Zwei Collectibles, Leute. Die wir collecten können. Wunderbar. Es sind keine fünf... Fuck! Es sind keine fünf Collectibles, aber... Es sind noch zwei. Das war nicht creepy. Um was geht's? Machst du eigentlich irgendwann Donkey Country Returns mit Marcel, die guten alten Zeiten willen? Also ich mache Donkey Country Returns, aber wahrscheinlich nicht mit Marcel. Nicht, weil ich keinen Bock auf Marcel habe. Ich würde es lieben gerne mit Marcel machen. Isuidonis. Allerdings... Oh, shit! Ist das quasi einfach nicht möglich. Weil wir dafür viel zu weit auseinander wohnen und das Spiel leider keinen Online-Modus hat. Da hat mich der Rückstoß einfach heftig weggerotzt gerade. Und da habe ich gerade einfach den Bewohner... Den Bewohner übrig gelassen. So. So, und einmal drüber, BD. So, und jetzt aber. Unter dem Ding. Ganz gechillt. So, geht doch. Alles cool. Oh, shit. Einer fehlt noch, ne? Jawohl. Metallbewohner. Ah ja, der letzte ist natürlich wieder der hinten dran. Ne? Ich erinnere mich. Was er eigentlich meint, ist, er will Marcel nur für sich haben und euch das Spiel und Marcel nicht gönnen. Genau das, Red. Genau das. Kleinlinge für Smash. Please don't. Ich freue mich ja lowkey auch schon ein bisschen darauf, tatsächlich, wie das Lied auf dem Mond klingt, wenn da alle Löcher mit irgendwelchen Typen zugestopft sind. Ihr erinnert euch dran, sicherlich, was ich meine. Wie Chris und Marcel sich hassen, Kappa. Hä? Wieso Kappa? Was? Du hast viele Nachrichten? Ja, Mann, ich weiß. Nach der Welt. Wann merkt sich das Spiel das endlich mal? Ich mach das doch. Ich mach das doch alles. Nach der Welt. Oh, wir haben noch so ein Rankenlevel. Um unsere Schwester Rette mich, wer kann, freizuspielen, offensichtlich. Shrek for Smash. Oh, ist die Zeit jetzt wieder gekommen, ja? Hallöchen, Setti for free. Oh, oh.
no. Was passiert da? Ich bin offensichtlich gerade voll dumm. Ich glaube schon. Drugmore, 32 Jahre Treue. Dankeschön. Dum, 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 dum. Haben wir das schon mal gemacht? Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Ich glaube, weil das Level fast genauso aussah. Au. Oh, what? Kein Checkpoint da? Krass. Hätte ich schwören können. Aber kein Problem, dann machen wir es halt am Stück. Ich weiß immer gar nicht, ob ich überhaupt in die Richtung drücken muss, in die ich springe. Ich mache das immer automatisch. Im Zweifelsfall einfach auf die Looms vertrauen. Die wissen, wo es lang geht. Astralkrieger, Obert, ich danke... Fuck. Danke dir für 3 Monate Treue. Vielen Dank. Wow, krass. Echt alles am Stück machen musst du hier. Not bad. Alles klar. Dann let's do this. Könnte ein bisschen dauern, aber... gönnen wir uns die Herausforderung. Ist aber ungewöhnlich, weil die anderen Level hatten immer Checkpoints bisher. Ich glaube, ich versuch's das mal ohne die Richtung zu wechseln. Also einfach nur springen quasi. Wobei, ich würde das Reflex sowieso immer in die Richtung drücken. Aber ich muss nicht in die Richtung drücken, so wie das aussieht. Kann man sich eigentlich ganz gut merken. Hui. Kann ich zum Beispiel einfach da gedrückt halten. Oh, das hätte ins Auge gehen können. Ja. Good jump. Mhm. Eine noch. Oh Gott. Eine noch. Fuck. Ah, da oben war der letzte. Cooles Level. Reikoro, 5 Monate Treue. Dankeschön. Verdammt. 10 out of 10 Level Design hier einfach wieder. Ja, das stimmt. Großartig. Wie gesagt, die Speed Level sind einfach die geilsten. Und Lux, 5 Monate Treue. Dankeschön. Ah, da hätte ich die Richtung wechseln sollen, weil ich habe Momentum gerade gecancelt. Hatte Sui das nicht schon mal? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Deine Keys war nur exakt. Es war ähnlich aufgebaut. Es war, ist nicht das Gleiche. Es war ähnlich aufgebaut. Was ich halt an den Leveln so geil finde, die spielen sich halt einfach wunderschön flüssig. Kommen gerade ganz viele Subs rein. Ich werde sie lesen, wenn ich das nächste Mal sterbe oder das Level schaffe. Mhm. Ah. Ah, scheiße. Da hätte ich Jump spammen müssen an der Stelle. Erstmal Lux für 5 Monate Treue. Im 5. Monat bald kommt Baby Sui wegen Verdienste. Ah, das dauert noch ein bisschen. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Dann haben wir Kaito Senpai mit 4 Monaten Treue. Dankeschön. Und den Eskil mit 12 Monaten, also genau 1 Jahr Treue. Ich danke dir vielmals. Und Wurstpeter, Hallöchen. Der Montag war bisher super.
Habe ein paar wichtige Erledigungen heute gemacht. Richtig viel, ihr schafft schon. Wenn es so viel eigentlich gar nicht war. Aber ich habe das Gefühl, trotzdem was geschafft. Aber mir geht es eigentlich gerade einfach, gerade im Moment, sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch ebenfalls. Fuck. Oh nein, Sui wird bestimmt gleich ragen, Leute. Das ist ja jetzt schon sein 15. Versuch oder so. Haha, ich freue mich schon voll drauf. Oh, mega lull. Die letzte Ranke killt mich immer, ja. Ich muss da Jump spammen. Ich bin zu zögerlich. Drück viel zu langsam. Hui. Aber die 300 hier zu kriegen ist ziemlich easy. Weil die Looms einen quasi perfekt den Weg vorgeben, den man gehen muss. Was übrigens wieder mal von hervorragendem Level-Design zeugt. So, jetzt kommt's, oder? Ah, immer noch zu langsam. Mehr spammen. Ich warte auf den Shadow of the Colossus Raid 2.0. Ups. Das Einzige, was Rage ist, mein linker Zeigefinger, der tut nämlich langsam ein bisschen weh. Vom Gedrückthalten des Rennenknopfes. Hui. Ganz gut aus. Vielleicht nur noch die kritische Stelle. Den Sprung habe ich bisher komischerweise immer geschafft. So. Na, geht doch. E-Zone oder L-Zone oder E-Zone, sage ich jetzt einfach mal. Danke auf jeden Fall für deinen Sub und willkommen bei den Glücksknilzen. Ich danke dir. Thank you very much. Zeigefinger Rage. Ein Speedrun von dem Spiel sieht bestimmt richtig crisp aus. Ja, ohne Scheiß, Noro. Das haben wir auch schon sehr oft gefragt. 333. Ein halber Jan, Leute. Wir haben einen halben Jan hier gerade erspielt. Nice. Wir streamen einfach schon seit anderthalb Stunden fast, Leute. Das kommt mir nicht so vor. Da merkst du mal, wie viel Spaß das Spiel macht. Ich muss meine Brille sauber machen. Geil, jetzt haben wir Dark Palutena freigespielt quasi. Halber Jan. Du hast da einen Loom übersehen, ganz am Ende. Ich habe, glaube ich, ein paar übersehen. Aber reicht für Gold. Halber Jan, welche Hälfte? Die untere natürlich. Wegen seinen Kniescheiben natürlich. Was glaubt ihr denn? Schweine. Warte, Moment. Was stand jetzt in der Beschreibung? Habe ich nicht gelesen. Fitz Batman. Wie heißt der überhaupt? Die. Rette irgendwas mit S. Sibilla. Wie viele Level gibt's hier noch? Dragon Slayer. Heißt das Musiklevel? Da ist der Boss. Das ist noch irgendwas anderes. Und das ist noch im Dutzend gefährlicher. Lego. Größte Kritik an einem Spiel: immer die Erinnerung an den Koffer. Ja, ne? Jetzt habe ich das Herz nicht bekommen. Feels bad. Oh, shit. Das sind die kleinen Stöpsel wieder. Kann ich die alle in die Lava schicken? Boah, okay. Ich dachte, wenn ich da hängen bleibe, dass die alle in die Lava springen. Nein!